Dann wollen wir mal. Und gute Nacht. Ich habe die gewünschte Ablenkung nicht bewirkt. Ne, das stimmt. Vielleicht erweckt etwas Feuer Asilas Aufmerksamkeit. Okay, wir dürfen auch so dann nochmal trotzdem einen anderen Versuch dann wagen. Das Haus von Asila niederbrennen. Ups, das war dumm. Das erwirkt nicht ihre Aufmerksamkeit oder... Woher will sie dann nicht da rauskommen? Bei Aufmerksamkeit sollte das schon erregen. Eigentlich, wenn wir hier eigentlich für die ganze Feste gerade leer räumen. So, ich hole uns auch nochmal kurz. Machen wir auch komplett sauber, bitte. So, weg mit dir. Das Haus von ihr niederbrennen. Ja, das ist gar kein Problem. So, das Dächlein vielleicht. Wunderbar. Dann komm mal raus da. Die vielleicht nicht so ganz wie geplant, aber passt schon. Flieht, solange ihr könnt, Feiglinge, und kommt mir nie wieder unter die Gut, Augen. Dass ich die Kleidung angezogen habe. Das, ja. Halte ein, mächtiger Krieger. Ich entbiete dir alles, das ich dem Jarl gab. Und mehr. Ein größeres Heer als jedes andere. Ein Königreich, das heller strahlt. Es ist vollbracht. Irgendwie dachte ich, dass das länger dauert. Macht. Nach so vielen Wintern noch so tödlich. Ich dachte tatsächlich, diese Asila müssen wir jetzt richtig verfolgen und so, aber... Was für ein prächtiger Anblick, das war, Weiseste. Als wäre Hel, die Königin der Unterwelt, aus diesem Baum hinabgestiegen. Ich glaube, ich spürte sie in meinen Knochen. Und nicht auf die tröstliche Art. Bist du... Mir geht es gut. Auch wenn ich für diesen Ruhm später zahlen werde. Wirst du, nun da dein Schicksal erfüllt ist, einen friedvolleren Pfad einschlagen? Asila war nur ein Hindernis auf einem langen Weg. Dies ist der wahre Lohn dieses Tages. Ich nahm es an mich, nachdem ich die Drude zur Ruhe gebettet hatte. Was ist das? Die Zukunft. Ein Samen, den es in Jerusalem zu pflanzen gilt. Die Nornier sind also noch nicht fertig mit dir. Hört es denn je auf? Und du? Bist du zufrieden mit deiner Vergeltung? Meine größte Zufriedenheit erwächst aus der Tatsache, dass die Ehre des Rabenclans unbefleckt und mein Volk in Sicherheit ist. Und so wird es immer sein, solange du für sie einstehst. Leb wohl, Eivor Wolfsmahl des Rabenclans. Der Rabe und der Kuckuck. Quest abgeschlossen. Gucken, was jetzt noch kommt. Ob ich wohl jemals mehr über sie erfahren werde? Ah. Rabe, hier haben wir neue Bekleidung bekommen. Maske des Mentors. Mentors. Ja, auf jeden Fall ziehen wir wieder unseren alten Stuff an. Besser ist es. Fuck. Das muss auf jeden Fall sein. War's das schon? Also, wir werden auf jeden Fall nochmal kurz das Fragezeichen abarbeiten, weil ich gerade nicht weiß, was das ist. Das muss neu sein. Und wir werden danach auf jeden Fall nochmal hier hingehen. Ne, letzte Verabschiedung. Und ich glaube, dann scheint es das schon gewesen zu sein. Mal schauen. So. Dann wollen wir mal dahin. Bam, Junge. Na? So. Dann haben wir hier rüber. Da schaue ich eh nur eine Kleinigkeit, nehme ich jetzt an. Nichts Großes. Jetzt have a look. Oder ist das hier nochmal eine kleine Nebenquest? Ich sollte mich vermummen. Müssen wir die killen? Wer ist denn das? Okay.
Können wir meinetwegen machen, so, aber jetzt können wir ein bisschen mit dem reden. Wir gehen mal zu ihm hin. Moin, moin. Ah, wir können mit ihm reden. Das ist alles. Suche mich später wieder auf. Ah. Ach, nevermind, vergiss es. Das war der Typ, der läuft hier immer rum. Das ist so ein Fragezeichen. Der hatte, glaube ich, ab und zu mal ein paar Missionen gehabt. Ich entsinne mich. Und dann hast du jetzt hier neue Fragezeichen. Das sind auch dann außer Leute hier. Ja, alles klar. Dann war das gar nichts. Good to know. Dann lass mal jetzt hier zur letzten Verabschiedung. Ich war wahnsinnig verwirrt, ey. Das Spiel ist so lange nicht mehr gespielt. Und vor allem auch diese Fragezeichen. Die habe ich, glaube ich, als ich die Hauptstory gemacht habe, so immer mal wieder angequatscht. Und wirklich lange her. Dann wollen diese wir mal. Neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Seh nur ich. Dann gehen wir mal direkt dahin. Oder gibt es eine andere Bedeutung? Weltkarte? Kann auch durchaus. Na, wobei, weiß ich nicht. Sollte ich mir am Feuer die Knochen wärmen. Wobei, letzte Verabschiedung, das klingt schon noch, als ob das zu diesem DLC gehört. So. Moin, moin. Da sind wir. Dann setzen wir uns mal gemütlich auf diesen Baumstamm. Haben wir schon ordentlich was hier aufgebaut. Eivor. Ich bin noch immer bei dir, weile am Rand deiner Erinnerung. Du hast den Odin in dir gezähmt. Doch ich bin nicht verschwunden. Ich bin immer bei dir, verankert in deinem Huger. Wirst du mich bis zu deinem Ende im Dunkeln halten? Dich dieser Seite von dir für immer verschließen? Oder könntest du von mir lernen, um die Welt besser zu verstehen, die war? Die Welt, die ich hinter mir ließ. Aber nicht hier. Nicht unter den Augen jener, die nicht verstünden, was du bist. Wer wir sind. Hast du nicht alles für die Deinen getan, was du vermagst? Verabschiede dich, um zu fernen Ufern aufzubrechen. Zu neuen Abenteuern. Naja gut, wir haben unsere Familie hier und so, ne? Unsere Freunde und so. Alter, was geht jetzt hier denn ab? Faszinierend. Eivor setzt sich auf eine mir unbekannte Weise mit Odins Erinnerungen auseinander. Mein Kampf mit Loki war intensiv, aber kurz. Und er endete mit einem gegenseitigen Verständnis davon, wer wir sind. Wohin wird dieser neue Konflikt dich wohl führen? Ich denke, das verlangt nach etwas Animus-Magie. Suche nach zukünftigen Erinnerungen, gefiltert nach emotionaler Intensität, Trauer, Sehnsucht, Kummer. Na bitte, ein paar Bilder aus der Zukunft. Mal sehen, wohin Eivor uns führt. Und die dürfen wir nicht sehen? Schade. Genau, das war jetzt gerade, Ja, moin. Das zum Thema, das war es wohl doch noch nicht. Okay, warte mal. Ich muss auch gestehen, wir gucken jetzt erstmal kurz. Moment, wir haben ein paar Quests bekommen. Das ist nicht das, das ist nicht das. Das letzte Kapitel, tatsächlich. Ich muss auch sagen, es hätte mich gewundert, wäre es nur das gewesen, was wir gerade gemacht haben. Aber die Mission hätten wir gerade eben schon machen können, ne? Wir machen mal das hier erstmal. Eivor sagt, lebe wohl zu Hightam in Hefnatorp. Dann machen wir das. Leb wohl, junge Adler. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich von jedem uns verabschieden. Von jedem, den wir kennen. Okay. Was siehst du? Dann gehen wir da kurz mal hin. Aber wie gesagt, erstmal kurz, habe ich ein paar Fragen jetzt hier, ja. Warum müssen wir denn unbedingt zu neuen Abenteuern aufbrechen? Weil wir was Besonderes sind, aber hier sind doch Familie, Freunde und sowas, weißt du? Und wir haben hier was Großes aufgebaut. Wer sagt denn nicht, dass wir noch was weiteres aufbauen? Na gut, egal. Und was ich verwirrend fand, so dass wir jetzt gerade mit der weiblichen Protagonistin gesprochen hatten, wobei wir hier den männlichen ausgewählt hatten.
Habe ich nicht ganz verstanden? Bruderschaftshaus. Aber gut. Hier ist ein weiteres Erinnerungsfragment. Mal schauen. Also vielleicht habe ich das auch nicht ganz verstanden. Mal schauen, wie das zu interpretieren war. So, dann sprechen wir jetzt erstmal mit Haitham. Moin, moin, der Herr. Schön, dich zu sehen. Okay, tatsächlich, was ist hier deine Aufgabe? Das ist nicht, gehe in Frieden. Das ist nicht das, was wir hier wollen. Der Erinnerungssplitter ist im Inventar zu finden, nahe dem Bruderschaftshaus. Moment mal. Ah, Erinnerungssplitter in den Heftentopf finden und synchronisieren. Alles klar. Muss der dann nicht in der Nähe sein? Na, lass mich mal raus hier, bitte. Das ist Reda. Oder verstehe ich hier irgendwas wieder nicht. Einfach finden und synchronisieren. Der Erinnerungssplitter ist im Inventar zu finden. Nahe dem Bruderschaftshaus. Inventar nahe des Bruderschaftshaus? Ich weiß gar nicht, ob das Sinn ergibt. So irgendwie, oder? Warte mal, hier. Ah, guck mal, da haben wir dazu was. Erkundungsgebiet. Moment. Lol, da oben. Ja, moin. Damit. Das Fragment ist nah. Ich kann es spüren. Na, du, ich auch gerade. Erinnerung synchronisieren. Drehen wir die Zeit mal etwas vor. Tatsächlich können wir uns das jetzt ansehen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Eivor! Hast du gut über mein Angebot nachgedacht? Nein, Haitham. Das habe ich nicht. Was haben wir denn da an? Dann frage ich morgen erneut. Wie kann sich ein so großes Herz in einem so bescheidenen Mann verstecken? Wie meinst du das? Du arbeitest unermüdlich für Fremde. Kämpfst nicht für dich oder dein Volk, sondern für die ganze Welt. Das erfordert Mitgefühl in einem Ausmaß, wie ich es sonst nie sah. Ah, hab Dank. Sorgst du dich nicht um deine eigene Familie? Oder um deinen Clan zu Hause? Wie kommt es, dass du keine Wurzeln hast? Ich habe einen Clan, wie du es nennst, aber keine Familie. Ich wurde recht jung zur Waise. Möglich, dass es dieser Verlust war, der mich zu den Verborgenen trieb. Sie haben mich in jedem Fall wie einen Sohn behandelt. Auch ich verlor meine Familie. Doch ich fand eine neue. Den Rabenclan. Ich verdanke ihnen mein Leben und würde es für sie geben. Ich verspüre dieselbe Dankbarkeit, jedoch umfassender. Weißt du, jeder kann sich den Verborgenen anschließen. Daher verdient auch jeder unsere Liebe. Ich bewundere euer Streben. Doch fehlt es mir an Zielstrebigkeit, um euer Credo voranzubringen. Mein Geist liegt oft im Zwiespalt zwischen dem Jetzt und der fernen Vergangenheit. Und es wird einige Zeit dauern, den Grund zu verstehen. Ah, ist es soweit? Bitte verzeih, Eivor. Unsere Ausbildung folgt einem strengen Zeitplan. Natürlich, macht nur. Und viel Erfolg mit denen. Sie sind ein wilder Haufen. Oh. Okay, diese Erinnerung haben wir abgeschlossen. Wird anscheinend wirklich in der Zeit vorgespult. Finde ich ganz cool. Quest, nennen wir den nächsten. Lebewohl, Alfred Rex. Genau, Elvo sagt Lebewohl zum König Alfred in Westjaxa. Welt. Das was da unten müsste sein, ne? Dann gehen wir da hin. Ja, ist auch Westjaxa. Dann wollen wir denn? So, dann müssen wir dann wieder diesen Erinnerungssplitter erstmal finden. So. Er hat zwar jetzt gerade eben nochmal gesagt, dass er ja auch seine Familie früh verloren hat, aber wir haben jetzt der theoretische Rand, wie hier in diesem Spiel stand. Und das ist ja so ein bisschen wie jetzt Familie geworden, oder nicht? But who am I?
Jetzt heißt es suchen. Wo ist das nächste Ding hier? So, von hier oben sehe ich das wahrscheinlich noch nicht. Dann springen wir erstmal runter. So. Finde ich aber ganz nett. So können wir dann nochmal hier ein paar Orte abklappern, wo wir dann halt schon ewig nicht mehr waren. So, der Splitter ist da drüben. Alles klar. So, dann mal hoch hier. Zack. Da drinnen, ne? Der ist, glaube ich, nicht draußen. Oh, wobei, doch. Na gut, dann. Das Erinnerungsfragment kann nicht weit sein. Da hast du voll und ganz recht. Richtiger Ort. Falsche Zeit. Werter König. Ah, Eivor. Sei mir willkommen. Moment, den haben wir doch abgemurkst. Oder nee, war der nicht... Der war nicht mehr König jetzt am Ende des Spiels. Wie ist es, zu Hause zu sein? Oder ist er jetzt plötzlich wieder hier? Nicht so sorgenfrei, wie du es dir vorstellen magst. Es ist viele Jahre her, dass ich meinen Thron zurückforderte. Aber ich habe ihn nie als selbstverständlich erachtet. Nicht, seit ich im Sumpfland war. Seitdem war ich ständig beschäftigt. Guthrum und ich nähern uns in winzigen Schritten einer Einigung. Ein Vertrag steht kurz bevor. Hast du mich deshalb gerufen, um eine Einigung zu finden? Das erhoffe ich mir. Du gehörst zu den Anführern von Mercia. Dich zum Freund zu haben, würde ganz Englerland zum Vorteil gereichen. Was hältst du von einem Vertrag, Eivor, der dir die Herrschaft über alle Lande nordöstlich deiner Siedlung zuspricht? Im Austausch wofür? Für deine Treue. Nicht zu mir, sondern Christus. Und dem Orden, den ich in seinem Namen versammelt habe. Ich weiß dein Angebot zu schätzen und das Vertrauen, das du in mich setzt. Hier ist also meine Antwort. Du gabst mir dies vor vielen Jahren. Ein schönes Stück. Doch hat es mehr Gewicht in meiner Tasche, denn in meinem Herzen. Du lehnst also ab. Sei unbesorgt. Dies ist kein neues Kapitel in unserem Zwist. Ich gehe fort, breche zu fernen Ufern auf. Du wirst keinen Ärger mehr mit mir haben. Du suchst nach neuen Kriegen? Neuen Ländern zum Erobern? Ich suche mich selbst. Ah, das ist das schwierigste Ziel von allen. Ich wünsche dir alles Gute. Gott sei auf deiner Reise mit dir. Ich bin gerade etwas voll mit Göttern. Deiner muss vielleicht ein anderes Schiff nehmen. So ist das also. Er hat sich den Thron zurückgeholt. Okay. Dann ab zur nächsten Quest. Wie wohl Ethelston? Ethelston. Welt. Wo befindest denn du dich nochmal? Dort hinten. In East Anglia. Dann wollen wir. Ab nach Norwik. Zack. Immer wieder ein Pfeil in der Luft. Läuft. Ich muss sagen, wie gesagt, das Hauptspiel ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Das heißt, so die ganzen Namen, die sagen mir kaum noch was. Ethelston habe ich im Kopf gehabt. Elfried hat mir auch irgendwas gesagt, aber ich wusste nicht mehr, dass das der vorherige König gewesen ist. Naja. Ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man das Spiel kurz davor vielleicht beendet hat. Keine Ahnung. Jetzt suche ich jetzt erstmal das nächste Stückchen. Warte mal. Was siehst du, alte Freundin? Ach so, da hinten im Langhaus. Ja, im Langhaus ist der Typ dann wahrscheinlich da. Das Erinnerungsstück ist wahrscheinlich dann da oben im Dachboden. Mal gucken. Laufen wir mal hin.
Moin Moin, der Herr. So. Gehen wir hier durch. Gehen wir mal schnell hoch. Dieses Schiff passt zum Erinnerungsfragment. Ich bin nah dran. Sehr schön. Ups, das wollte ich gar nicht. Flieg, Freundin. Aber wir müssen natürlich da oben aufs Dach. Na gut. Machen wir dazu. Ja, die Erinnerung ist ganz nah. Und er damit. Na also. Der aufgehenden Sonne zugewandt. Gut. Die Gerüchte sind also wahr. Der große Eroberer wurde selbst erobert. Eivor, wie viele Sommer ist es her? Viel zu viele, mein Freund. Was belustigt dich? Ich erkenne dich kaum wieder. Ist dies der Gudrum, den ich zurückließ, oder ein anderer, sanfterer Mann? Den Gudrum, den du kanntest, gibt es tatsächlich nicht mehr. Ethelstan nennt man mich jetzt. Das ist mein Christenname. Dein Christenname? Neues Leben, neuer Name. Auf Kosten von allem, was du hattest. Ach, ich habe nicht so viel verloren, wie du glauben magst. König Elfred und ich haben Frieden geschlossen. Ihm gehört jetzt Westmercia und East Engla mir. Wir besprechen nun das Schicksal Ostmercias und des Nordens. Die Dänen sind hier, um zu bleiben. Und Christus ist ihr Jarl. Er ist ein mächtiger Gott. In seinem Opfer verbergen sich die größten Gaben. Vergebung, Hoffnung, Liebe. Willst du dir seine Botschaft nicht selbst einmal anhören? Ich habe keine Zeit für neue Götter. Ich verlasse Englerland und kam nur her, um mich zu verabschieden. Kehrst du ins Land deines Vaters zurück? Woanders hin. Zu unerforschten Orten. In das Unbekannte. Ah, ein Abenteuer, das Odins würdig ist. Mir ist aufgefallen, dass du seine Liebe für Entdeckungen und neues Wissen teilst. Teilen ist nicht ganz das richtige Wort. Dann komm! Wir müssen trinken und Geschichten erzählen, bevor du gehst. Wenn es die letzten sein könnten, müssen es die besten sein. Okay. Leb wohl, Edelstar. Das war also Gudrum vorher. Wird dann also auch zu einem Christ. Interesting. Die Frage ist, ob wir dann Eivor nochmal dann in einem anderen Teil wiedersehen. Das kann ich mir dann jetzt aber tatsächlich dann auch vorstellen. Wenn das schon so angekündigt wird, dass er auf Reisen geht, weiß ich nicht. Klingt das schon sehr verdächtig. So, letzte Erinnerung. Oder, ja genau, Erinnerung nicht. Vision oder was weiß ich. Jetzt ist die Frage, wo ist die jetzt? Die finde ich gerade nicht. Eivor sagt, lebe wohl zu König Harald in Nordwege. In Nordwege. Ach du Heiliger, ja, warte mal. Da sind wir natürlich auch hier vollkommen falsch. Atlas. Ja, moin, ey. Ich wusste nicht, dass wir ganz hier den Ort wechseln müssen. Aber krass, ne? Jetzt hat er jetzt ja hier Assassin's Creed Valhalla ja 2 Season-Pässe bekommen. Mittlerweile kannst du ja auch einiges erkunden. Das heißt, wenn du, sag ich mal, jetzt mit dem Spiel anfangen solltest, von null an. Lass mal hier gleich porten. Da hast du richtig viel zu tun. Du hast richtig viel zu erkunden. Natürlich, das ist bei Assassin's Creed Spielen sowieso meistens so, dass du viel zu tun hast. Auch bei Assassin's Creed Origins oder Odyssey hast du halt viel zu machen. Auch mit den Season Passen dazu noch. Aber hier hast du ja mittlerweile, um das nochmal schnell zu zeigen hier, theoretisch 6 Orte, die du abklappern kannst. Insel des Nebels ist jetzt nicht besonders groß, genauso wie Vinland nicht sehr groß ist. Wobei du da halt auch nur zu Fuß unterwegs bist. Aber so, ja doch, gibt schon einiges zu erkunden. Finde ich echt nicht ungeil. Kannst auf jeden Fall gut abtauchen, das kann man auf jeden Fall sagen. Sorry, ich will hier keinen Stress machen. Ich suche nur den nächsten Splitter. Nordwege, hier waren wir auch ewig nicht mehr. So, ja genau, Langhaus, davon war auszugehen.
Dann sagen wir noch Goodbye zu König Harald. Mal gucken, was danach noch kommt. Aber so wie ich das jetzt mitbekommen hatte, waren wir sowieso nur jetzt gerade dabei, für Basim hier seine Zukunftsdinger da anzuschauen. Mal schauen. Was wir jetzt dem König Harald sagen. König Haralds Langhaus. Hier sollte ich noch ein Erinnerungsfragment finden. Also direkt hier am Eingang, alles klar. Mal hier schnell hoch. Ich komme näher. Komplett richtig und zack. Harald hat sich in unserer Abwesenheit durchaus einen Namen gemacht. Ja, 12 oder 13 Jahre sind es hier. Sigurd, Eivor, was für eine Freude. Kommt. Ich hörte von eurem Besuch, aber so bald hätte ich euch nicht erwartet. Was haben wir denn da bitte für ein Gewand? Starke Männer drängen sich um eine Karte, ihre Augen so hungrig wie ihre Bäuche. Alles genau wie früher. Ja. Mein halbes Leben habe ich besorgt auf hastig gezeichnete Karten gestarrt. Doch dies ist kein Land, das wir erobern wollen, sondern eines, das Hilfe braucht. Island? Ja. Unser Freund Ingolf ließ uns wissen, dass eine neue Siedlung in Gefahr ist. Kalte Winter und eine schwelende Blutfehde. Ich habe ihm Vorräte und Männer zugesichert. Genug, um Frieden zu bringen und den Winter zu überstehen. Eivor. Möglicherweise ist es ein Segen von Thor selbst, der dich ausgerechnet heute hierher geführt hat. Würden dein Bruder und du dieses Unterfangen für mich leiten? Ich kann mir für diese Aufgabe niemand Besseres vorstellen. Eivor, das ist Schicksal. Ich sehne mich nach solch einem Abenteuer. Sag mir, was du denkst. Lässt sich dein Herz für eine weitere Reise entfachen? Ich bin dankbar für das Angebot. Aber ich bin nicht hier, um ausgetretene Wege zu beschreiten. Ich bin hier, mich zu verabschieden. Ein für allemal. Ein für allemal? Willst du Englerland auch verlassen? So ist es. Gen Westen. Nur mit mir als Begleitung. In Lande, die sich auf keiner Karte finden. Zu welchem Zweck? Das weiß ich erst, wenn ich angekommen bin. Lass uns nicht davon reden. Heute möchte ich Zeit in Gesellschaft derer verbringen, die ich liebe. Und Geschichten von früher erzählen. Wie viel früher? Sehr, sehr viel früher. Verstehst du? Onkel, schick die Leute weg. Und bring Met und gebratenen Finnwal für 3. Also, wo fange ich an? Damit haben wir auch den Splitter. So, wir sind also auf der Suche nach uns selbst. Habe ich das richtig verstanden? Mal gucken, wo, ob wir dann halt ihn, wie gesagt, wirklich wiedersehen. Das interessiert mich halt echt. So. Der Erinnerungssplitter in Hefnertop finden und synchronisieren. Das ist wahrscheinlich der allerletzte, wo wir uns nämlich, nehme ich mal an, jetzt... Hoppala. Darf ich hier noch nicht? Warte mal. Jetzt darf ich bestimmt. Ja. Da werden wir uns wahrscheinlich jetzt von allen einmal verabschieden. Gehe ich mal jetzt von aus. Wir scheinen ein Mensch zu sein, der halt irgendwie noch nie richtig zu Hause angekommen ist. Oder generell sich noch nicht gefunden hat. Von Odin beunruhigen mich. Was hat er jetzt hier jedes Mal, Junge? Oder gibt es eine andere Bedeutung? Es ist nah. Sehr ja, nah. Sehr nah, aber ich sehe es tatsächlich gerade nicht. Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Ach hier. Sehe nur ich sie. Muss ich nicht mal suchen tatsächlich. Na, wir sind hier. Hey. Okay. Moment. Eivor! Sehe nur ich sie. Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfheim?
Vielleicht sollte ich mir am Feuer die Knochen wärmen und meine Gedanken sammeln. Ah, hier ist es. Ich sehe es tatsächlich nicht. Spähe für mich in die Ferne. Er sagt. Ach, da oben. Oh Gott. Hoch hier. Und das wird wahrscheinlich der letzte Splitter dann sein, wo ich dann aufbrechen werde. Sieht so aus, halt, weil wir uns auch direkt am Hafen befinden, aber lass mal schauen. Da wären wir. Eine letzte zukünftige Erinnerung. Wirst du nicht auf den Morgen warten? Ich muss zum Ende der Woche in London sein. Dort erwartet mich eine Besatzung. Nicht einmal ein Abschied? Alle wissen, dass ich gehe. Aber nicht wann. Weiß Randvi, dass es heute Nacht soweit ist? Ja. Wir haben uns verabschiedet. Ich wünschte, ich könnte all das verstehen, Eivor. Erinnerst du dich an meine ersten Visionen? Bevor wir nach Englerland gingen. Odin und Sigurd. Der Wolf. Die Nornir. Ja. Sie sagten so vieles vorher, das in Erfüllung ging. Das waren keine Weissagungen, Valka. Sondern Erinnerungen. Meine. Oder nicht meine. Sie wurden mir geliehen. Von einem, der in mir lebt. Einem zweiten Huger. Kannst du das verstehen? Ich wünschte, ich könnte es. Lange dachte ich, es gäbe nur zwei Möglichkeiten für mich. Mich diesen bösartigen Erinnerungen hingeben oder sie vollständig ablehnen. Doch nun sehe ich eine dritte Wahl. Und je älter ich werde, desto mehr spricht sie mich an. Ich will von ihnen lernen. Aber ich weiß nicht, wohin dieser Weg mich führen wird. Noch was er womöglich entfesselt. Deshalb möchte ich vorerst allein sein. Ich verstehe. Danke für dein Vertrauen, Eivor. Komm in meine Arme, Valka. Leb wohl, Eivor Wolfsmal. Möge Odin dich lenken. Diesmal nicht. Diesmal werde ich ihn lenken. Waren wir da gerade zweimal? Basim, richtig? William Miles? Ich wollte Sie persönlich treffen. Von Angesicht zu Angesicht, sagten Sie. Hier bin ich also, im Geiste, sozusagen. So nah und doch so fern. Ein cleverer Trick. Ihr Trick war aber auch nicht schlecht. Auferstehung, Ruheschlaf, viele Jahre der Vorbereitung, vermute ich. Hier und da musste ich etwas improvisieren. Sie haben die letzten 1000 Jahre viel Zeit in einer Simulation verbracht. Warum waren Sie so erpicht auf eine weitere? Einfach nur aus Neugier. Es war so lange her, dass ich Eivor gesehen hatte. Und ich wollte wissen, wie diese große Saga endet. Nun wissen Sie es. Und was kommt jetzt? Wohin wird Basim gehen? Soweit ich kann, William. Wie befürchtet. Unnötig. Ich schätze das Credo, das uns leitet. Das habe ich immer. Doch ihr seid wie Kleinkinder im Vergleich zu jenen, die ich hinter mir ließ. Ich muss euch etwas auf Vordermann bringen. Also, fangen wir an. Warten Sie. Wenn wir zusammenarbeiten sollen, brauche ich zuerst etwas. Und das wäre... Das scheinen wir nicht zu erfahren. Miles ist, glaube ich, das weiß ich nicht, weil ich die ersten Assassin's Creed-Teile nicht gespielt habe, ist, glaube ich, da der Protagonist, oder?
Bin ich mir gerade nicht sicher. Oder geht's jetzt hier doch nochmal kurz weiter? Wir wachen jetzt erstmal aus der Simulation wahrscheinlich auf. In der Tat. Passendes genetisches Material erhalten. Extraktion genetischer Erinnerungen gestartet. Geschätzte Sequenzierungsdauer 29 Tage, 3 Stunden, 4 Minuten. Machen Sie sich auf etwas gefasst, Mr. Miles. Das ist alles so seltsam. Und was ist mit Ragnarök? Der Götterdämmerung. Sind die Geschichten wahr? Gewissermaßen. Das große Unheil geschah, wie es eure Legenden berichten. Es gab Erdbeben und Stürme, Kriege und Hungersnöte. Mein Volk starb aus. Doch deines gedieh. Aber du sagst, es gab keine Götter, wie wir sie kennen. Welche Naturgewalt könnte also solch einen Umbruch auslösen? Wie erkläre ich das? Sagt dir der Begriff Sonneneruption etwas? Ich glaube nicht. Das zu beschreiben könnte etwas dauern. Das ist kein Problem. Zeit ist alles, was uns bleibt, Allvater. Damit ist das letzte Chapter abgeschlossen, würde ich sagen. Danke fürs Spielen von Assassin's Creed Valhalla. Kein Problem. So. Und jetzt sind wir wieder als Bastian hier unterwegs, in der Simulation aufgewacht. Ja, Leute, das war das letzte Kapitel von Assassin's Creed Valhalla. Wir haben uns verabschiedet jetzt mit Eivor. Also einerseits, ne, verstehe ich das, ist wahrscheinlich für die Story wichtig, so. Vielleicht sieht man dann Eivor später irgendwo mal in einem anderen Spiel wieder oder so, kann ich mir vorstellen. Aber da hatten wir jetzt persönlich leider nicht so Entscheidungsgewalt drüber. Weil ich persönlich hätte jetzt gesagt, boah, Alter, wir haben uns jetzt richtig geil was aufgebaut und so, ne. Das sind unsere Männer da, unsere Leute, unsere Familie. Zudem finde ich schade, dass wir Randvi, dass es da gar keine Zwischensequenz gab irgendwie, wobei das eine sehr wichtige Person gewesen ist. Noch wichtiger als, finde ich, Ethelstan oder Elfried, der König. Aber gut. Interagieren machen wir gleich. Was ist denn das hier? Wie ruhig es hier ist. Ein wunderbarer Ort zum Leben. Ach so. Genau, finde ich, ja, weiß nicht. Also ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht einfach abgehauen. Aber es ist halt wichtig dann für die Story. Also da hatten wir nicht so die Entscheidungsgewalt, ist wie es ist. Leute, ich hoffe, dass euch das, dass euch die beiden Videos gefallen haben. Aber dann auch das letzte Kapitel einmal abgeschlossen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf Assassin's Creed Mirage. Genau. Und dann sehen wir uns eventuell bei Assassin's Creed Mirage wieder. Oder bei einem anderen Let's Play hier auf diesem Kanal. Bis dann und haut rein.